Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video von Schreckschusscheck. Ich möchte euch heute die oder den ganz neuen Revolver von MWM Gilman vorstellen. Hier handelt es sich um den sogenannten Stahlrevolver Steel Scorpion. Steht hier oben. Laut Anleitung, wie ihr seht, gibt es da offensichtlich drei Modelle. Einmal den ganz normalen, den ich auch jetzt hier habe. Dann einen mit einem Safed Hammer, also mit einem geschützten Hammer. Man sieht hier oben noch den Harnsporn. Und dann noch einen Closed Hammer, der dann auch nur Double Action Only ist. Da ist praktisch der Hammer intern und fest vom Gehäuse umschlossen, was hier nicht der Fall ist. Ich filme euch bloß mal ganz kurz für die Enthusiasten die Sache hier ab. Ja, und die letzte Seite noch. Und dann steigen wir auch schon ein in die Materie. Wir haben jetzt praktisch hier den Revolver drin liegen. Erstmal danke an MWM Gilman für das Zusenden der Waffe. Dieser Revolver ist im Prinzip ein Smith & Wesson Modell 36. Als scharfe Variante, den gibt es natürlich auch als Schreckschussvariante schon. Und zwar als ERMA EGR 66 und 66X. Die Modellbezeichnung X bedeutet praktisch, dass er aus Edelstahl gewesen ist. Und der Rest, also der normale ohne 66, war dann halt mit Zinkrahmen. Genau. Jetzt kommen wir aber zu diesem Gerät. Der wird ausgeliefert. Also ich habe jetzt hier einen Abschussbecher dabei gehabt mit der PTB Nummer 1048. Und auch hier auf dem Revolver ist die PTB Nummer 1048 eingelasert. Das wird wohl, wie der Farbunterschied erkennen lässt, nachträglich gemacht. Der Rest ist irgendwie so ein bisschen graviert, so scheint es. Beschriftung ansonsten mit Kaliberangabe und ansonsten kein weiterer Herstellername bis auf MWM Gilman. Hier gab es einen ZIP-Beschuss Nitro, dann haben wir einen russische, also kyrillische Buchstaben GIS. Das, soweit mir bekannt, ist wohl wie eine Art ja, TÜV-Prüfung meinetwegen für den, ich will nicht sagen asiatischen Raum, aber halt für russische Landen. Dann ist der Beschuss 22 schon erfolgt, also letztes Jahr. Und was ich jetzt bis jetzt, zumindest anhand der Seriennummer herausfinden konnte, ist die letzte Zahl, die 8 heißt. Also was heißt die letzte Zahl? Also hier die 8 mit den Nullen davor bedeutet, dass es der 8. Revolver ist. Also da ist wirklich so eine fortlaufende Seriennummer hinten zu erkennen. Ob es jetzt seitens der PTB und beziehungsweise des Bundeskriminalamts, des BKA wieder nur eine Zulassung von 500 Stück dieses Vollstahlrevolvers gibt, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Optik ein, beziehungsweise auf die Verarbeitung. Das zeige ich euch am besten hier auf der rechten Seite. Da, wie man sieht, sieht man schon mal die Spaltmaße der Abdeckplatte. Die sind wirklich also sehr, sehr genau. Also ich finde es persönlich sehr gut verarbeitet. Da ist jetzt natürlich noch ein bisschen Öl drauf. Und der ist jetzt nicht geputzt. Ne? Ich habe ihn jetzt also nicht entstaubt. Aber man sieht schon, Oberflächenbehandlung ist sehr gut. Die Schleifspuren hier an der Trommel lassen sich nicht ganz vermeiden durch den Trommelstopp da unten. Da lugt er hier hervor. Ja, der Revolver selber ist fünfschüssig, wie das Original ja auch.
den Trommelschieber nach vorne drücken und dann zur Seite ausschwenken. Hier wird vorne noch arretiert, damit er nicht rausrutscht. Die Trommel ist auch aus Stahl, aus offensichtlich nicht so veredelten Stahl. Der Rahmen komischerweise, der scheint Edelstahl zu sein, der ist nicht magnetisch, bis auf die Stahleinlage innen. Kommen wir aber gleich noch dazu. Ansonsten, Hammer ist stark magnetisch und Trommelschieber auch. Ja, der Kranz hier auch natürlich. Kann ich hier mit rausziehen. Gut, wir schauen mal in die Kammern rein. Und wie wir sehen, passt da auf jeden Fall die RK oder R, also 9 mm R oder 9 mm RK Randknallmunition rein. Das passt also. Und aber was die Bohrtiefe der Bohrungen vermuten lässt, ist auch, dass 9 mm Pack reinpassen könnte. Weiß ich nicht, habe jetzt auch keine gerade parat. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass die Trommelbohrungen jetzt auch nicht versetzt sind, außer nach außen hin versetzt, wie man das hier so ein bisschen sieht. Aber das scheint schon sehr, sehr gut und moderat gelöst zu sein von der PTB. Ja, Thema PTB an sich weiter. Thema Laufsperre. Jetzt ist es ja so, dass die PTB natürlich nicht doof ist. Ich vermute, es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten, was die Laufsperrenausprägung betrifft. Das eine ist, jetzt hat man sich hier entschieden, man hat hier wirklich einen minimalsten Trommelspalt. Ich versuche das mal mit meinem Auge ein bisschen zu eruieren. Also das ist wirklich weit unter einem Millimeter. Lass es 0,201 Millimeter sein. Also wirklich ein extrem kleiner pardon, Trommelspalt. Aber dafür fällt natürlich die Laufsperre entsprechend groß aus, wie man hier sieht. Die Laufsperre sieht man jetzt hier. Ich versuche mal Licht zu machen. Jetzt sieht man das auch. Also die ist schon sehr massiv. Bevor jetzt irgendwelche Leute noch einen Herzinfarkt bekommen. Also, ja, muss man halt mit umgehen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass dieser Lauf, beziehungsweise diese Sperre recht weit tief drin sitzt, was eigentlich auch, ich sage jetzt mal, PTB untypisch für diese Zeiten ist. Also, das war früher besser und aber jetzt wohl offensichtlich auch wieder besser, zumindest in dieser Bauartzulassung. Hat man sich da, naja, zugegebenermaßen, die Laufsperre ist echt heftig, aber die Tiefe ist okay. Ansonsten, ja genau, zur Verarbeitung noch oder zur Herstellung, was mir aufgefallen ist, diese zwei Stifte hier, die man sieht, ganz schwach auf der Seite. Ich glaube, man kann es leicht erkennen und hier etwas besser zu sehen auf der Seite. Der Lauf ist reingeschraubt. Da habe ich ein Video dazu noch von der Herstellung oder von der Herstellung der Läufe selber. Und dann ist das verstiftet worden, abgeschliffen und oberflächenbehandelt. Sowas ist mir auch noch hier auf der Seite aufgefallen. Über der Seriennummer seht ihr sicher auch. Jetzt sieht man es ganz gut. Hier zwei Stellen, wo auch irgendwelche Stifte, irgendwas eingesetzt wurde und hier unter dem Trommelschieber. Aber auch wirklich, also von der Verarbeitung her. Da gibt es gar nichts. Also das ist wirklich auf den Millimeter genau gearbeitet. Was mir auch noch sehr gut gefällt, was es in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr gibt, ist diese Schlagnase vom Hahn. Also die habe ich auch schmerzlich beim HW88 beispielsweise, bei der aktuellen PTB-Variante mit der 800 irgendwas, meine ich, war das. Vermisst 888 war das, glaube ich. Also 3x8. Gibt es ja seit der PTB Nummer 315 nicht mehr. Selbst die PTB 315 gab es Modelle, wo ich meine, gab es die auch schon dann noch ohne Schlagnase.
Das heißt also mit dem Schlagbolzen praktisch hier integriert hier innen drin. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Und ich will jetzt nicht vom Nachfolger des Erma EGR 66X sprechen, aber bis auf die Laufsperre finde ich den auf gleichem Niveau. Also ich habe schon, ich will nicht sagen jetzt einige, das sind jetzt bestimmt vier oder fünf verschiedene Erma EGR 66X in der Hand gehabt. Und ich muss sagen, also der steht in dem, bis auf die Laufsperre jetzt, in nichts nach. Beim Erma, meine ich, war es auch so, dass er so eine tiefe Bohrung hatte, dass man da 9 mm PA-Knall rein basteln konnte. Ist natürlich nicht, weiß ich, nicht dafür konzipiert. Man darf es auch nicht verschießen, weil die Zulassung, und das steht ja auch hier drauf, ist nur für die RK, also für diese Munition RK gedacht. Ja, ihr habt jetzt also gerade gesehen, die Passungen sind sehr, sehr gut, sehr genau. Und auch wenn man oben drauf blickt, also man hat eigentlich so das Gefühl, wenn man jetzt die Beschriftungen weglässt, man hat hier ein Erma EGR 66X. Ich komme jetzt wieder auf diesen Vergleich hinzu. Aber das sieht schon alles sehr derbe danach aus. Ich versuche mir noch einen Erma EGR 66X auszuleihen und die vielleicht dann auch mal zu vergleichen. Finde ich eigentlich persönlich ganz interessant. Und ansonsten, also die Passungen, wie gesagt, hier wurde etwas bearbeitet. Also es gibt auch wohl eine Nachbearbeitung. Man sieht das auch hier auf der Seite. Da wurde dann also auch schon darauf geachtet, dass da entsprechend die Bauteile passen. Also wirklich scheint eine Manufaktur zu sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Wer der Hersteller ist, weiß ich nicht. Ich habe da jetzt noch nichts zu gefunden. Was alle so ein bisschen rätseln lässt, ist, warum sind hier diese kyrillischen Buchstaben drauf? Ist das Ding vielleicht doch aus der Russischen Föderation oder auch nicht? Man weiß es nicht. Die aktuelle politische Lage lässt es ja eigentlich nicht zu, also den Schluss zu, dass das irgendwie aus den Landen kommt. Ja, also auch, aber auch von vorne bis auf die Laufsperre jetzt. Finde ich den schon sehr imposant, weil halt auch die Trommelbohrungen vorne sehr groß ausgestaltet sind. Also finde ich echt sehr, sehr gut. Vermutlich ist das auch der Laufsperre geschuldet. Vielleicht hat man da sich dann auch von der PTB breit treten lassen, diese Trommelbohrungen etwas größer zu gestalten. Ich sehe hier aber auch keine weiteren Verstärkungen im Sinne von Stiften, wie es sonst mal auch üblich war, von außen, die dann abgefräst wurden, ähnlich wie hier, sondern ich sehe auch keinen gehärteten Stahlring, der vorne eingesetzt wurde, bis auf diesen Ring hier, aber der ist eigentlich zugegebenermaßen etwas, wäre dann zu klein dimensioniert. Aber gut, lassen wir uns einfach mal so dahingestellt. Jetzt habe ich noch etwas entdeckt gestern. Und zwar hier, ich versuche das mal aufzunehmen. Das sieht aus wie ein Skorpion, meine ich, wenn man das richtig dreht. Dann hat man hier nochmal den Beschuss Zip-Nitro mit diesem, was war das, GIS-Symbol und 22 für das Beschussjahr. Und dann haben wir hier nochmal ganz klein Steel Scorpion S und dann MWM Germany stehen. Das war es an Beschriftungen an der Trommel. Ja, die Laufwurzel kann ich mal ganz kurz zeigen. Die ist also auch nicht an der Seite so aufgefräst, dass die Gase links, rechts vorbei können, wie zum Beispiel auch gerade beim HW 88 beispielsweise war das, glaube ich, oder 37, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, gut. Zur Sicherheit hat man bei diesem Revolver, ich spanne den gerade mal, eine Fallsicherung, das heißt, wenn ich den Finger loslasse oder die Waffe mir fällt, zieht sich automatisch die Schlagnase wieder zurück und kann das Hütchen nicht erreichen. Also Fallsicherung hat der auch. Ja, der Schlossgang. Wirkt nicht kratzig, aber recht hart. Also der ist nicht ganz so sanft, was jetzt aber kein Nachteil ist, denn beim Durchziehen. Das funktioniert gut, ist halt ein hoher Kraftaufwand, aber ist ja bei Gebrauchsrevolvern im scharfen Segment auch so.
Der Single Action, der hat überhaupt keinen Druckpunkt, da muss man echt vorsichtig sein. Ihr seht auch, der Weg ist sehr kurz, also da muss man echt aufpassen. Ja, also gefühlvoll sein, aufpassen. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie gerieren, dass das irgendwie fahrlässig ist. Ja, so, ich habe den jetzt hier mit diesen Holzgriffschalen bekommen. Mit Fischhaut und sind auch sehr gut angepasst, so wie das hier aussieht. Ich habe noch eine Seriennummer entdeckt oder einen Teil einer Fertigungsnummer. Das wäre hier diese, hoppla, hier, diese 11. Die 11, ich kriege sie nicht scharf gestellt. Da sieht man es. Und darüber so eine kleine 4, meine ich, ist das. Habe ich sonst am Rahmen, ich habe die Griffe noch nicht abgenommen, auch sonst nicht gefunden. Ja, so, alles in allem, was bekommt man dafür? Und vor allen Dingen für wie viel Geld? Also, dieser Revolver soll kosten 999 Euro, soll es dann bei MWM Gilman geben, einfach googeln, da findet man auch die Internetseite rustguns.de, meine ich, ist das. Und oder man schreibt einfach eine E-Mail. Hier unten ist auch die E-Mail-Nummer, E-Mail-Adresse. Und ja, dann kann man den käuflich erwerben. Ich weiß nicht, ob es den jetzt schon gibt. Das scheint jetzt auch irgendwie ein Vorserie-Modell zu sein. Warum? Also ist bloß Vermutung. Der ist halt von 22 beschossen und naja, das Jahr neigt sich als oder ist schon zum Dreiviertel rum. Ist also noch vom letzten Jahr, also ich schätze, das ist so ein Vorserienmodell. Nichtsdestotrotz, alles gut, er ist zugelassen, die PTB-Nummer steht drauf, PTB-Liste ist entsprechend auch in Ordnung. Und ja, also für 999 Euro bekommt man den. Jetzt muss man natürlich aufpassen, jetzt werden viele sagen, ja, das ist ja kein, die Laufsperre, die ist ja furchtbar und da hole ich mir lieber einen Ärmer EGR 66X, ja. Dann sage ich ja, viel Spaß, dann versucht man einen zu kriegen für 1000 Euro. Also die gehen, soweit ich weiß, ab 1200 Euro los und dann hast du halt keine Originalverpackung und oder fehlt dies, fehlt das, fehlt der Abschussbecher. Der Abschussbecher selber wird ja auch wie Goldstaub gehandelt. Also bisschen mit Maß und ich sag mal so, dafür, für das Geld ist das absolut in Ordnung. Das ist viel Geld, ja, aber es ist halt auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und man hat jetzt auch wieder einen Vollstahl S&W Modell 36 Revolver wieder aktuell am Markt. Ja, für wen ist das was? Das ist natürlich, finde ich, natürlich nur für Sammler. Man kann damit schießen. Ein Abschussbecher gibt es auch, wie ihr seht. Also man kann ihn benutzen. Ich persönlich finde es natürlich sehr schade. Wobei er vermutlich auch zum Schießen taugt, keine Frage. Also man kann das für Silvester benutzen. Ich persönlich finde es zu schade. Ansonsten zur Selbstverteidigung kann man das natürlich auch verwenden, wenn man das möchte. Ist aber, finde ich, ein bisschen teurer Spaß zur Selbstverteidigung. Dann, wie ich persönlich, wie ich mich da gebetsmühlenartig wiederhole. Wenn man das Teil zieht und dieser Ansporn, also wie gesagt, aber es gibt ja dann eventuell, ich weiß nicht, ob es die zwei schon gibt, aber die Möglichkeit, diese zu kaufen. Oder es gibt ja auch diese, wie man das, Moment, irgendwo habe ich das gesehen, es gibt ja auch Griffschalen, die hier drüber gehen seitlich. Das heißt, also da könnte man tatsächlich dann auch sich eine Griffschale entsprechend kaufen für den Smith & Wesson, die passen ja hier drauf. Und dann könnte man den auch sicher führen und ziehen. Aufgrund des kleinen Spaltmaßes zwischen Trommel und Laufwurzel behaupte ich mal, dass genug Gase vorne rauskommen, oben und unten. Man sieht es ja, da ist eine Lücke. Ja, gut. Das also dazu. Also, für Silvester eher schade. Zur Selbstverteidigung könnte man machen, ist aber sehr teuer. Und aus Sammlersicht würde ich sagen, ja, auf jeden Fall ein Must-Have, weil es ist nach vielen, vielen Jahren
nach, ich glaube, jetzt fast 30 Jahren müsste das sein, der erste Stahlrevolver in dem, ja, Nachbau vom S&W Modell 36, den es da gibt. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, wenn noch nicht geschehen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.